Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, das finde ich eine ausgezeichnete Idee, sich um die wirklich zentralen Fragen in der Zukunft der gesundheitlichen Versorgung und der Pflegeversorgung zu kümmern, weil in der Tat das ist das, woran die Menschen prüfen können, ob es gut wird, ob es besser wird, ob es solidarischer wird, ob es gerechter wird. Und ich glaube, diese permanent wiederholte Finanzdebatte hilft Ihnen, die Sie die betreiben, mit der jeweils unterschiedlich artistisch präsentierten Akrobatik am Hochreck unterschiedlicher Konzepte von Bürgerversicherung selbst nicht wirklich. Weil das gar nicht die zentrale Frage der künftigen Pflegeversorgung ist. Egon Frank hat ja mit Recht davon hat mit Recht von Zukunftsentwürfen gesprochen. Welche Zukunftsentwürfe brauchen wir denn? Ich glaube, ehrlich gesagt, Zukunftsentwürfe brauchen wir im Bereich von Vernetzung über die Grenzen der verschiedenen Professionen in der gesundheitlichen und der pflegerischen Versorgung hinweg. Zukunftsentwürfe, das bedeutet, dass wir die neuen elektronischen Instrumente, um diese Vernetzung zu befördern, dass wir die einsetzen und dass wir die nutzen. Deswegen ist beispielsweise das E-Health-Gesetz, das wir gemeinsam verabschiedet haben, ein Stück dieser Zukunftssicherung und dieses Zukunftsentwurfs. Ich glaube, Zukunftsentwurf heißt, dass wir in der Frage der Prävention mehr tun. Ich will das mal an einem einzigen Beispiel sagen. Wir haben wirtschaftliche Schäden. Und ich rede jetzt nicht von potenziellem Schadensersatz. Ich rede nur von wirtschaftlichen Schäden durch den Tabakmissbrauch in einer Größenordnung. Direkte Kosten 25 Milliarden, indirekte Kosten 50 Milliarden. Wir vergeuden 75 Milliarden volkswirtschaftliches Eigentum jedes Jahr dadurch, dass es uns nicht gelingt, den Tabakkonsum auf null zurückzudrängen. Ich nenne ein weiteres Beispiel. Reha vor Rente. Reha vor Rente. Wir haben in dieser Legislaturperiode die Mittel erhöht und gestärkt, die es möglich machen, auch der veränderten Altersschichtung und der Änderung des Renteneintrittsalters zu folgen und dafür mehr Reha-Mittel zur Verfügung zu stellen. Und ich sage, ein Zukunftsentwurf wird auch die Frage sein, ob es uns gelingt, Reha vor Pflege zu praktizieren. Und wenn wir immer und immer und immer nur die Frage des Aufkommens der Finanzierung diskutieren, dann müssen wir an der Stelle auch ein bisschen ehrlich sein. Ich finde das schön, und wie man da die Lastenverteilung betreibt. Und ich weiß auch, dass Lohnfortzahlung ein Thema ist, das in Streiks erkämpft worden ist, das Ausdruck einer Tarifvereinbarung zwischen Gewerkschaften und Arbeitgebern war. Dennoch muss man natürlich die Belastung, die auf der Produktivität des einzelnen Arbeitsplatzes liegt, aus diesem Betrag mit einkalkulieren in die Lastenverteilung. Und dann muss man eben auch sagen, dass zu den direkten Kosten für gesundheitliche Versorgung und für Pflege auch noch mal 40 Milliarden Lohnfortzahlungskosten dazukommen. Übrigens nicht deswegen, weil ich sagen will, das ist alles irgendwie ungerecht verteilt, aber weil ich sagen will, es langweilt mich inzwischen sehr, wie der Ansatz zu der Frage Bürgerversicherung immer wieder gewählt wird. In meinen Augen ist das ein Schildbürgerstreich, und deswegen lassen Sie uns lieber bei der Debatte darüber bleiben, was in diesem Erfolgsbericht, und ich nenne es einen Erfolgsbericht, der Bundesregierung uns vorgetragen ist. Denn das ist doch, sagen wir mal, der Punkt. Frau Rawert hat ein paar Beispiele daraus ja genannt. Die Leistungen werden genutzt. Die Zahl der Leistungsempfänger der sozialen Pflegekasse ist im Zeitraum von 2011 bis 2015 von 2,3 auf 2,7 Millionen Menschen gestiegen, um 17%. Die Leistungsausgaben haben im gleichen Zeitraum um 27% zugenommen. In dem Berichtszeitraum, und das ist ja nicht der Endpunkt unserer Pflegepolitik, sondern da kommen ja dann noch weitere Maßnahmen, die in Zukunft ausgewertet werden. Die Leistungsausweitungen des ersten Pflegestärkungsgesetzes kommen bei den Pflegebedürftigen an. Zum Beispiel nehmen Sie so etwas wie den Einbau einer altersgerechten Dusche in den Wohnraum.
Die Leistungsaufgaben für Wohnumfeldverbesserungen im Jahr 2011 103 Millionen Euro, im Jahr 2015 305 Millionen Euro. Ist das weniger oder ist das mehr Solidarität? Natürlich ist das mehr Solidarität und nicht weniger. Auch die zusätzliche Betreuung in der häuslichen Pflege kommt bei den Leuten an. In dem Berichtszeitraum die Ausgaben von 330 Millionen Euro auf rund 680 Millionen Euro pro Jahr mehr als verdoppelt. Ist das weniger Solidarität oder ist das mehr Solidarität? Ist es mehr Solidarität? Und wenn wir das Thema, das viele Menschen bewegt und viele Menschen mit Sorge und mit Angst erfüllt nehmen, das Thema Demenz, dann haben wir für Menschen mit demenziellen oder psychischen Erkrankungen und geistigen Behinderungen seit dem Pflegestärkungsgesetz I, seit dem 1. Januar 2015, auch in der sogenannten Pflegestufe 0, Zugang zu allen Leistungen der Pflegeversicherung, die die häusliche Pflege stärken, weil sie seitdem Tages- und Nachtpflege, Kurzzeitpflege, den sogenannten Wohngruppenzuschlag und die Anschubfinanzierung für Wohngruppen in Anspruch nehmen können. Und sogar das eben erwähnte Prinzip Reha vor Pflege ist zumindest im Ansatz leicht gestärkt worden, weil wir von früher 0,6% über 1% auf 2,3% die Reha-Empfehlungsquote gesteigert haben, also die Anzahl der Pflegebegutachtungen, bei denen der MDK auftragsgemäß prüft, ob Rehabilitation ein Potenzial hat und dann eine Reha-Empfehlung ausspricht. Da sind wir im Berichtszeitraum auf 2,3% gekommen. Ich behaupte mal, da sind wir noch ein ganzes Stück von dem entfernt, was wir wirklich an Rehabilitationspotenzialen haben. Und die werden wir, und das ist dann auch eine Aufgabe für die Zukunft, weiter heben müssen. Ich glaube, dass das die Frage nach Zukunftsentwürfen zutreffend beantwortet und dass es nicht damit getan ist, hier immer wieder die gleiche, und da bin ich ja dankbar dafür, die gleiche Freitagsmorgensdebatte immer wieder in der gleichen Form zu führen. Mehr und bessere Pflegeberatung und dann der am 01.01.2017 in Kraft getretene neue Pflegebedürftigkeitsbegriff. Ich will noch mal an Wolfgang Zöller erinnern, unseren früheren stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden und später Patientenbeauftragten der Bundesregierung. Der war es, der in der Kommission für die Findung des Pflegebedürftigkeitsbegriffes den Vorsitz gemacht hat. Es ging ja diesem Pflegebedürftigkeitsbegriff, da wollen wir ganz ehrlich sein, ähnlich wie es uns mit der Präventionsgesetzgebung gegangen ist. Viele Anläufe, immer wieder ein neuer Versuch. Und es hat bis in diese Legislatur hinein gedauert, bis das dann endlich beschlossen werden konnte. Aber ich finde, es ist schon auch wertvoll, Wolfgang Zöller und allen seinen Mitstreitern in dieser Kommission dafür zu danken, was sie dort geleistet haben. Denn jetzt wird dieser neue Pflegebedürftigkeitsbegriff wirksam. Und der bedeutet, es ist in der Pflegebegutachtung jetzt endlich Schluss mit der Vorstellung, dass man Pflegebedürftigkeit so ermitteln kann. Zähneputzen, 5 Minuten anerkannt. Waschen des Unterkörpers, 12 bis 15 Minuten anerkannt. Mundgerechtes Zerkleinern der Nahrung, 2 bis 3 Minuten aufgeschrieben. Für das Anreichen von Nahrung pro Hauptmahlzeit 15 bis 20 Minuten und so weiter und so weiter. So war das bisher. Und jetzt stellt der MDK völlig andere Fragen. Und durch dieses System wird zwar ein individueller Bedarf ermittelt, aber es werden dabei die kognitiven und psychischen Einschränkungen, die Demenzkranke haben und unter denen Sie und Ihre Angehörigen leiden, einbezogen. Welche Mobilität weist die Person auf? Welche kognitiven und kommunikativen Fähigkeiten hat sie? Wie wird die Verhaltensweise eingestuft? Gibt es psychische Probleme? Wie gut kann sich der Betreffende selbst versorgen? Wie selbstständig kann er mit krankheits- oder therapiebedingten Belastungen umgehen? Wie gut kann sie ihren Alltag gestalten und soziale Kontakte pflegen? Und niemand muss Sorge haben, dass er in diesem neuen Pflegebedürftigkeitsbegriff Leistungen gekürzt bekommt. Im Regelfall werden die Leistungen höher sein als vorher. Und es hat gegen die solidarische Finanzierung
durch Arbeitgeber und Arbeitnehmer keinerlei Widerspruch gegeben, sondern das ist gesellschaftlich akzeptiert worden, weil die Menschen eingesehen haben, dass alle diese Schritte notwendig sind, wenn man den Herausforderungen demografischer Wandel, Demenz als Thema und auch Dynamisierung von Leistungen entgegenkommen will. Herr Kollege, Sie müssen zum Schluss kommen. Die Bilanz, ja, ich komme zum Schluss. Und deswegen, liebe Kolleginnen und Kollegen, die Bilanz dieser Debatte, die kann nicht sein, ein Bild zu erwecken, als hätten wir weniger Solidarität und weniger Gerechtigkeit. Wir haben mehr davon, mehr Solidarität, mehr Gerechtigkeit in der Gesundheit und in der Pflege. Das ist eine große Leistung dieser Koalition. Und ich finde, das muss auch betont werden. Auch deswegen, weil wenn wir die Leistungen, die Regierungen und Parlamente in Demokratien schaffen, wenn wir die nicht darstellen, Herr Kollege, wenn ich wir muss die falsch darstellen, noch mal ermahnen, dann ist das, was wir damit auslösen, Parlamentsverachtung und Politikverdrossenheit. Und das ist das, was wir am allerwenigsten brauchen können. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Sabine Dittmar hat